In diesem Video möchte ich dir genau zeigen, wie du mit wenigen Schritten und nahezu kostenlos deine Lebensmittel so modifizieren kannst, dass diese einen erheblich höheren Nutzen haben für deine Gesundheit, und das zeige ich dir anhand von aktuellen Studien. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso die Weltraumwissenschaftler immer nach Wasser auf anderen Planeten suchen und nicht nach Leben direkt? Die Grundlage, jedes Lebewesen, was wir bisher kennen, ob es auf der Erde oder im All ist, muss Wasser zur Verfügung haben. Es kann kein Leben existieren oder entstehen, wenn nicht zuerst Wasser vorhanden ist. Körner wie zum Beispiel Roggen, Buchweizen, Linsen verfallen in einen Winterschlaf. Sobald sie aber mit Wasser in Berührung kommen, können die Enzyme lebendig werden in ihnen und sie fangen an zu keimen. Der Keimvorgang in einer Pflanze ist der Prozess vom Korn zu einer neuen Pflanze. Auf dem Weg dazwischen erreicht die Pflanze ihre nährstoffdichte Phase, in der wir am besten die Pflanze essen sollten. Es passiert noch viele weitere sehr unglaubliche Dinge in der Pflanze, während man sie nur kurz vorher in Wasser einweicht und abschüttet und beiseite stellt, bevor man sie isst. Ich zeige euch ein paar Beispiele. In einer Studie, wo Buchweizen, Amaranth und Quinoa gekeimt worden sind, aus dem Jahre 2021 beobachtete man die Werte, die sich innerhalb der Pflanze beim Keimen verändert haben. Und das hat es wirklich in sich. Hier ein kleiner Einblick. So sehen dann die gekeimten Saaten aus. Der Fortsatz ist schon zu erkennen, aus dem die Pflanze später hochwächst. Genau genommen der Spross oder auch Terminalknospe. Wie wir wissen, schützen uns Antioxidantien vor Sauerstoffradikalen, die unsere Zellen schädigen und im schlimmsten Fall zu Krebs führen, sowie die Alterung beschleunigen. Jetzt schaut euch mal an, was passiert ist beim Amaranth, nachdem er eingeweicht wurde in Wasser und beiseite gestellt worden ist. Die antioxidative Kapazität hat sich im Laufe der Zeit verdoppelt. Hier sind die Schritte nach 12 Stunden, 24, 48 Stunden und so weiter. Damit nicht genug, die Hemmstoffe wie zum Beispiel Phytinsäure ist ebenfalls stark gesunken, denn diese bindet Nährstoffe an sich, die nicht mehr dem Körper zur Verfügung gestellt werden können. Doch wie sieht es beim Buchweizen aus? Schauen wir mal rein. Wenn dir der Content bis hierhin gefällt und du was lernen konntest, lass mir sehr gerne eine positive Bewertung da, ich würde mich riesig freuen darüber. Natürlich noch besser beim Buchweizen. Hier verdreifacht sich fast die antioxidative Kapazität im Buchweizenkorn durch das Keimen. Der maximale Peak ist nach 72 Stunden erreicht. Aber selbst nur das Einweichen der Körner führt beim Buchweizen fast zu einer Verdopplung der antioxidativen Kapazität, was wirklich wahnsinnig ist. Das bedeutet, den Buchweizen eine halbe Stunde im Wasser einlegen, danach einfach über Nacht in ein Sieb geben und schon hat er knapp doppelt so viele Antioxidantien mit viel weniger Hemmstoffen. Ist das nicht unfassbar? Zum Schluss schauen wir uns noch Quinoa an, welches übrigens eine super Proteinquelle ist, wie auch der Buchweizen ebenfalls, die knapp 15 Gramm Protein haben und nach dem Keimen sogar knapp 18 Gramm Protein haben pro 100 Gramm. Beim Quinoa konnten sich die Hemmstoffe sogar tatsächlich halbieren. Und auch dort stieg die antioxidative Kapazität signifikant an, seht ihr hier. Das konnte auch noch in einer weiteren Studie gezeigt werden zum Buchweizen und Alfalfa oder auch Luzerne genannt. Wir sehen, dass die hier ebenfalls das antioxidative Potenzial dieser Samen beim Keimen verdoppeln ließen. Und das noch in einer dritten Studie zum Buchweizen, wo es um das Rutin geht, übrigens sehr, sehr gut für die Venen, ein sekundärer Pflanzenstoff mit antioxidativen Eigenschaften, dieser verdoppelt sich fast nach nur 20 Stunden. Eine letzte Studie, die ich früher mal gezeigt habe, aber seitdem sind ja knapp 100.000 neue Follower dazugekommen, solltet ihr mal gesehen haben. Diese Abbildung hat es wirklich in sich. Hier sind eine Reihe von vielen sekundären Pflanzenstoffen aufgelistet. Und unten wurde das mal zusammengerechnet. Wie stark der Zuwachs ist in nur 72 Stunden der Menge der sekundären Pflanzenstoffe, dann sprechen wir hier
im Durchschnitt von allen sekundären Pflanzenstoffen von einer knappen Verzwanzigfachung, was absolut Wahnsinn ist. Manche mehr, andere weniger. Zum Beispiel Isoorientin, ja, hat knapp eine 500-fachung. Ja. So geht es übrigens auch einigen Vitaminen, die stark ansteigen. Wer das mal probieren möchte, dem kann ich auch sehr die gekeimten Bio-Nudeln aus Buchweizen oder anderen Getreiden, die gekeimt sind und bio sind, sehr ans Herz legen. Verlinkt ihr euch sehr gerne mal unten unter dem Video. Gekeimte Produkte wie auch Proteinpulver, das gekeimt ist, Cracker, Müslis und so weiter. Es lohnt sich dort wirklich, wirklich mal reinzuschauen, weil ihr habt die Potenz gerade mal wirklich erfahren, die dahinter steckt. Worauf ich heute aber eingehen möchte, das ist ganz neu und zwar war das mir auch völlig neu. Und zwar, was mit den Samen passiert, wenn sie nur kurz eingeweicht bzw. angekeimt sind, was ich selbst nicht für möglich gehalten habe auch. Das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist etwas sehr Entscheidendes für unsere Gesundheit, was viele leider nicht auf dem Schirm haben und damit unnötig ihre Gesundheit belasten. Diese Abbildung zeigt die desaströse Entwicklung des Menschen, genau genommen dessen Essverhalten, zuerst vom Jäger und Sammler. Dort war das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis sehr nahe beieinander und der Anteil von Fett in der Nahrung maximal bei 23%. Mit der Industrialisierung lag der Fettanteil in der Nahrung knapp doppelt so hoch und das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis klaffte immer weiter auseinander. Wieso stellt das ein Problem dar? Diese beiden Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6, nutzen beide das gleiche Enzymsystem, Delta-6-Desaturase. Daher heißt der erste Schritt auch hier Desaturation. Hat man zu viel Omega-6, ist die Schlange so lang, dass die Omega-3-Fettsäure sich hinten anstellen muss und ihre Tätigkeit kommt zu spät zum Einsatz im Körper. Ein Beispiel wäre die positive Regulation von Entzündungen im Körper, die zu kurz kommen dann bei Abwesenheit von Omega-3-Fettsäuren. Genau genommen ist ein falsches Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis mit Übergewicht assoziiert. In Studien seht ihr hier. Und Übergewicht korreliert signifikant mit einer erhöhten Sterblichkeit in Meta-Analysen. Das ist kausal belegt heute. Doch was haben Keimsaaten damit zu tun? Dazu kam eine brandneue Studie heraus im Mai 2023. Hier wurden alle möglichen Samen getestet und wie sich das Fettsäureprofil verändert durch den Keimprozess. Am besten wäre es natürlich, wenn sich das Omega-3 und Omega-6-Verhältnis verkleinern würde. Denn je höher dieses ist, desto mehr assoziiert es mit Übergewicht und Entzündungen. Das heißt, je weiter die beiden Fettsäuren auseinander sind. Der erste Samen ist Quinoa aus der Studie. Wie verändert er sein Fettsäureprofil, genau genommen das Omega-3 zu Omega-6-Profil? Wir sehen hier, dass das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis von 5,24, das heißt 5-mal so viel Omega-6, zu 4,55 gesunken ist, was sehr gut ist. Schauen wir uns die Gerste an, ob jene einen Konsens bildet, das heißt das Gleiche zeigt. Ja, sogar noch besser. Das Verhältnis verbesserte sich von 12,5, das heißt 12,5-mal so viel Omega-6, auf nur 8,4-mal so viel. Beim Buchweizen, je nach Quelle, von 14 sogar auf 2,4 oder von 19,6 auf 14,1. Auch der Weizen zeigte von 13 auf 4 oder von 14 auf 3, je nach Quelle, sehr gute Verbesserungen zu mehr Omega-3 und weniger Omega-6. Zum Schluss noch der Hafer, auch da wurden Omega-6-Fettsäuren abgebaut und Omega-3-Fettsäuren aufgebaut. Also, ihr könnt euch mit wenig Wasser, womit ihr die Samen kurz einweicht und gegebenenfalls abtropfen lässt, in einem Sieb über Nacht, eine herausragende Verbesserung der Lebensmittel erreichen, bezogen auf die antioxidative Fähigkeit der Samen, sowie das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Je länger ihr diesen im Sieb stehen lasst und hin und wieder spült und schüttelt, um zu lüften, wird dieser Effekt immer weiter verstärkt und mehr antioxidative Kapazität bildet sich und mehr Omega-3-Fettsäuren bilden sich. Das war's mit dem Video. Schaut sehr gerne in die Videobeschreibung, um euch die gekeimten Saaten mal genau anzuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr auch dabei. Ich sag ciao.